Das bin ich. Ich heiße Jana. Und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Werner dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut. Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein. Und viel Spaß beim heutigen Video. Since I'm traveling around the world, every day there's something new. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich bin in Valras-Plage. Das ist hier am Frankreich, an der Mittelmeerküste. Und da ist das Meer. Aber eigentlich bin ich hier auf der Durchreise, denn ich will in einen schönen Canyon, einen Insider-Tipp von Leuten, die hier in Frankreich leben, was eigentlich international noch nicht so touristisch bekannt ist. Ich bin schon gespannt. Und ja, jetzt will ich aber erstmal frühstücken, dann nochmal die Füße ins Meer halten und dann geht's weiter. So sieht der Stellplatz hier aus. Da ist das Meer. Können wir nachher ja nochmal hingehen, bevor wir losfahren. Hier kommen übrigens die Letzten vom Strand gerade zurück mit Partymusik. Ja, ich bin satt. Toilette ist sauber. Jetzt gehe ich nochmal ins Meer. Und dann geht es ab in ein ganz kleines Dorf in der Nähe einer Schlucht in, oh, wie hieß der Ort? Ich kann es, also in Deutsch würde ich sagen Millau, aber in Französisch Million, so ähnlich jedenfalls. Und ja, da gibt es eine Schlucht mit einem Canyon, also da fließt ein Fluss unten durch. Und oberhalb sind schöne alte Dörfer, ein Wasserfall und die Brücke mit den höchsten Brückenpfeilern der Welt. Und das ist mein Ziel heute. Ja, wo am Ende des Tages mein endgültiges Ziel ist, kann ich natürlich nicht sagen, aber erstmal fahre ich in diese Richtung. So, aber jetzt erstmal ins Wasser springen und mich vom Meer verabschieden. Like a child I learned to roll and turn the things I thought I knew. There are so many ways to think and live. It's so colorful and bright. Es geht los! Und zwar zu einem Platz, den mir eine liebe Freundin, nach 400 Metern links abbiegen auf Chemin des Monti. Den mir eine liebe Freundin empfohlen hat, die ich auf einem Vanlife-Treffen kennengelernt habe, die Katrin. Die war hier vor, weiß nicht, 3-4 Wochen unterwegs und hat einen super Insider-Spot gefunden und den schaue ich mir jetzt mal an. Sie hat mir sogar den Standort geschickt und ja, dann los. Das Lustige ist, ich war vor 30 Jahren schon mal auf diesem Campingplatz hier rechts und einer, der mit mir hier geparkt hat, der wollte eigentlich nur wegen Strom sich eine Nacht auf diesem Campingplatz einmieten und er hat gesagt, eine Nacht für eine Person und ein Auto, nicht mal Zelt, Wohnwagen oder sonst was, kostet 63 Euro. What? Also dafür kann man tatsächlich ein Hotelzimmer nehmen. Links abbiegen auf Chemin des Monti. So, los geht's. Alter, hier fährt einer mit dem Fahrrad. Versuch den mal zu überholen. Mit dem Liegefahrrad. Ich muss jetzt mal anhalten. Ich fahre hier auf der D35. Ihr seht eine Motorradstrecke. Und da ist ein Canyon. Da gehe ich jetzt mal hin. Schauen wir mal.
The prejudices inside my head, I lay them by my side. Isn't it life how it should be? Adventure hearts and young in mind, just to be wild and free. Ja, ich bin hier jetzt auf einer Passstraße, 800 Metern Höhe. Da steht Venna und schaut mal, hier ist eine richtig schöne Landschaft. Und dort hinten, da sind tatsächlich Berge mit Skigebiete. Da sieht man richtig die Skipisten. Ja, jetzt geht's weiter. Isn't it life how it should be? Adventure hearts and young in mind, just to be wild and free. Hatte ich schon erwähnt, dass heute Wandertag ist? Jetzt geht's los. Dort hinten seht ihr die längste Schrägseilbrücke der Welt. Sie ist gleichzeitig das höchste Bauwerk in Frankreich. Die Pfeiler sind 343 Meter hoch. Könnt ihr ja mal googeln. Brücke Million. Das hat natürlich seinen Preis, wenn man darüber fahren will, kostet das schon seine 12, 13 Euro. Das Wandern ist des Müllers Lust. Jetzt geht's los. Schöne Gegend, wirklich schöne Gegend. Aber das Beste kommt ja noch. Mal sehen, vielleicht heute, vielleicht morgen. My mind said I have built some walls, but they didn't make me free. Instead they've locked me up and pushed me down, so that I can hardly see. Now I've had to leave my comfort zone, and these borders start to break. Da plätschert auch so ein bisschen Wasser vom Berg. Ich sag mal nichts, ich hänge hier auf so einem Weg, der ist echt steil. Das soll der Wanderweg sein zum Wasserfall. Wer weiß, was ich wieder gefunden habe. Hier soll man sich an so einem Seil festhalten. Das ist einfach hier nur hingelegt. Boah, die haben ja Wanderwege hier. Und jetzt hier noch über den Stromzaun klettern. Ach, da geht's noch. Da? Ich muss noch mal googeln. Ich würde jetzt hier lang gehen. Ich gehe hier lang. Da muss ich unter Felsen durch. Das ist bestimmt eine Koppel. Der Bauer wird ja nicht gleich mit einem Knüppel kommen. Gleich da. Also der offizielle Weg geht tatsächlich hier lang, so eine Runde. Und man muss trotzdem an dem Seil runterklettern und dann aber da lang gehen, nicht hier quer über die Koppel. Links oder rechts? Rechts hört sich mehr nach Wasserfall an. Scheinbar wurde das Wasser mal genutzt. Oh, isn't it life how it should be? Adventure hearts and young in mind, just to be wild and free. Hey! The encounters on my journey now are impossible by chance. When I thought that I had lost my way, somebody took my hand.
should be. Adventure hearts and yummy minds just to be wild and free. Oh, isn't it life how it should be? Adventure hearts and yummy minds just to be wild and free. Oh, isn't it life how it should be? Adventure hearts and yummy minds just to be wild and free. Jetzt sind neue Leute gekommen, habe ich mich verzogen. Aber es war eine schöne Erfrischung. Jetzt habe ich aber einen Schreck bekommen. Da sitzt jemand im Fluss und badet sich die Füße. Wie geht's mit dem Wasserfall runter? Und seht ihr den telefonieren? Da wollte ich eigentlich hin. Ha, lustig. Er hat mich filmen sehen. Für Instagram muss ich ja immer hochkant filmen. Und dann hat er einen Schreck bekommen, dass er da drauf ist. Und ist aufgestanden und zur Seite gegangen und hat mich in Ruhe filmen lassen. Mal gucken, ob ich den raufkriege, der da sitzt. Der sitzt tatsächlich genau dort an der Stelle, wo der Wasserfall vom Felsen springt. So, seht ihr ihn? Ist wirklich alles ausgeschildert. Also es ist tatsächlich der richtige Weg. Über dieses Seil dort. Aber egal, jetzt gehen wir jedenfalls mal den richtigen Weg und nicht über die Koppel. Oh, oh, isn't it life how it should be? Adventure hearts and young and mine just to be wild and free. Hey! Hier sind echt coole Kletterfelsen. Aber ich muss tatsächlich nach oben. Also hier lang. Bauer sich was eingerichtet. Da sind wir wieder am Seil. So, jetzt muss ich Kamera und alles einstecken. Das kriege ich sonst nicht hin. Oben leichter als erwartet. Aber man kann ja nie wissen. Jetzt geht's easy peasy zurück. Busstraße hier, einspurig. Hier sind übrigens 80 erlaubt und ich fahre 40. Und wo genau ich jetzt hinfahre, das werdet ihr nächste Woche im Video sehen. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wollt ihr weitere Videos sehen? Dann Kanal abonnieren, Glocke nicht vergessen. Bis nächste Woche. Tschüss. Yeah.